der Hai. Autor seltsam Genzi. Zu den riesigen Kriechtieren, welche in früheren Schöpfungstagen die süßen Gewässer und das Meer bevölkerten, geschälten sich gewaltige Fische, von denen wenige bis auf unsere Tage herübergekommen sind. Aus zahlreichen Überresten, namentlich versteinerten Zähnen, welche man sehr häufig findet, lässt sich schließen, dass diese Fische in großer Mannigfaltigkeit auftraten, und ebenso glaubt man annehmen zu dürfen, dass sie ihre noch gegenwärtig lebenden Verwandten an Größe bedeutend überragten, ja hierin den Walen fast oder wirklich gleichkamen. Hinsichtlich ihrer Gestalt und äußerlichen wie innerlichen Ausbildung scheinen sie sich von den übrig gebliebenen Arten nicht wesentlich unterschieden, also mehr oder weniger alle Merkmale unserer gegenwärtigen Hai und Rochen an sich getragen zu haben. Man kann nicht behaupten, dass die Knorpelfische den Knochenfischen in ihrer Entwicklung nachstehen. Allerdings erreicht das Gerippe bei ihnen die knochige Festigkeit jener nicht, sondern bleibt stets knorpelig. Die Verschmelzung sämtlicher harten Teile des Kopfes in eine einzige knorpelige Kapsel, das gänzliche Fehlen jeder Spur von Knochengebilden, die sonst als Hautknochendeckplatten an dem Schädel der übrigen Fische sich ausbilden, kennzeichnen die Knorpelfische vorzugsweise. Hinsichtlich der Ausbildung der Wirbelsäule herrscht eine große Verschiedenheit. Bei den einen findet sich noch eine ungeteilte Wirbelsäule, deren Scheide sich nach oben in ein Rohr fortsetzt, welches das Rückenmark umhüllt. Bei anderen zeigt diese Wirbelsäule im Inneren Zwischenwände, welche den Wirbeln entsprechen. Bei den übrigen sind vollständig scheibenförmige Wirbelkörper vorhanden, welche von beiden Seiten her becherförmig ausgehöhlt und meist nur unvollständig, netzartig verknöchert sind. Die Brustflossen hängen immer mit einem stark knorpeligen Schultergürtel zusammen, welcher entweder an der Hinterhauptgegend der Schädelkapsel oder an dem vorderen Teil der Halswirbelsäule angeheftet ist und, nach vorne und unten auf der Bauchseite zusammentretend, das Herz einschließt. Die Bauchflossen sind stets vorhanden und unter allen Umständen weit nach hinten in die Nähe des Afters gerückt, bei den Männchen an der inneren Seite mit gewissen Knorpelanhängen versehen, welche als Klammerwerkzeuge zu dienen scheinen und als äußere Merkmale der Geschlechtsverschiedenheit benutzt werden können. Hinsichtlich ihrer Fortpflanzung unterscheiden sich die Knorpelfische von allen übrigen. Es findet eine förmliche Begattung statt, und nur die wenigsten legen Eier, eigentümliche, platte, vierzipfelige Kapseln, welche mit harten Hornschalen umgeben und an den Zipfeln mit langschraubig gewundenen Fäden versehen sind. Die meisten hingegen gebären lebendige Junge, welche in einer besonderen Erweiterung des Eileiters sich ausbilden. Der äußeren Gestalt entsprechend, unterscheidet man. Coidii sind Knorpelfische mit spindelförmigem, dickschwänzigem Leib, Kiemenspalten an den Seiten des Halses und vom Hinterkopf geschiedenen Brustflossen, welche nur im Meer leben, über alle Gürtel der Erde sich verbreiten, ausschließlich von anderen Tieren sich ernähren und größtenteils lebendige Junge zur Welt bringen. In unseren Augen gelten sie mit Recht als ebenso schädliche wie furchtbare Tiere. Neben den wenigen Kopffüßlern, welche ihrer Größe halber die Sage vom Kraken hervorgerufen zu haben scheinen, sind sie die einzigen Raubtiere des Meeres, welche wirklich den Menschen angreifen, in der Absicht, ihn zur Beute zu gewinnen. Solche räuberische Wesen haben allerorts unsere Rachsucht heraufbeschworen und uns zu unerbittlichen Feinden gemacht. Andere Fische fängt man des Nutzens halber, welchen sie gewähren, beim Fang der größeren Haifische kommt weniger der Nutzen als die Absicht in Betracht, möglichst viele von ihnen zu vertilgen. Gefürchteter als alle übrigen sind die Menschenhai, gewaltige und kühne, raubgierige und fresswütige Geschöpfe, der Schrecken der Schiffer und Anwohner aller wärmeren Meere, von denen man ungefähr 70 Arten unterschieden hat. Unter den Menschenhaien ist der Blauhai, Carcharias gladius, eckige Klammer auf heute, Prionaca glauca eckige Klammer zu einer der bekanntesten. Er erreicht eine Länge von 3 bis 4 Metern, vielleicht noch darüber. Ein schönes Schieferblau färbt die Oberseite des Kopfes, Rückens anschließend der Rückenflossen und den größten Teil des Schwanzes,
Auch die obere Fläche der Brust- und Bauchflossen, wogegen die Unterseite des Leibes und der unteren Flossen weiß aussieht. Vom Mittelmeer aus verbreitet er sich über einen großen Teil des Atlantischen Weltmeeres bis an die Küsten Großbritanniens und Skandinaviens, besucht diese wenigstens während des Sommers ziemlich regelmäßig. Couch erklärt ihn als einen Wanderfisch und versichert, niemals in Erfahrung gebracht zu haben, dass einer dieser Hai an den Küsten von Cornwall vor Mitte Juni erschienen sei. Alle größeren Menschenhai gleichen sich in ihrer Lebensweise. Sie halten sich vorzugsweise, jedoch keineswegs ausschließlich, in der Nähe der Küsten auf und treiben sich regelmäßig in den oberen Schichten des Wassers umher. Gewöhnlich erblickt man sie schon aus ziemlicher Entfernung, weil sie so hoch zu schwimmen pflegen, dass die Rückenflosse noch um ein gutes Stück aus dem Wasser hervorragt, und dass man, wie ich oft getan, mit gutem Erfolg eine Büchsenkugel auf sie abgeben kann. Solange sie nicht eine bestimmte Beute vor Augen haben, schwimmen sie gleichmäßig und ziemlich rasch dahin. Beim Verfolgen eines Tieres aber steigern sie die Schnelligkeit ihrer Bewegung in so hohem Grad, dass sie den Delfinen kaum etwas nachgeben. An Gelenkigkeit stehen sie allerdings hinter anderen Fischen weit zurück, Vermögen beispielsweise. Durch die jähe Schnelligkeit ihres Angriffes, was ihnen an Gelenkigkeit wirklich abgeht. Ihre Sinne scheinen wohl entwickelt zu sein. Jedenfalls steht so viel fest, dass sie sehr gut sehen, und es lässt sich mit ziemlicher Sicherheit annehmen, dass auch ihr Geruch feiner ist als der anderer Fische. Ihre Beobachter wollen geradezu im Geruch den höchst entwickelten ihrer Sinne erkannt haben und behaupten, dass sie von stark riechenden Körpern mehr angezogen werden als von anderen. Aus dem Gebaren der Haifische geht mit unbestreitbarer Gewissheit hervor, dass ihre geistigen Fähigkeiten ausgebildeter sind als bei allen übrigen Fischen, so oft auch ihre ungestüme Raubsucht und Unbedachtsamkeit beim Anblick einer Beute dem zu widersprechen scheint. Auf Ersteres deuten die Planmäßigkeit ihrer Jagden, welche sie ausfuhren, die Regelmäßigkeit, mit welcher sie bestimmte Plätze besuchen, das Gedächtnis, welches sie bei solchen Gelegenheiten bekunden, die Hartnäckigkeit, die Liebe, welche sie gegen ihre Jungen betätigen, zum Mindesten betätigen sollen, und anderes mehr. Aber freilich, ihr unersättlicher Heißhunger, ihre unglaubliche Fressgier stellt jene Eigenschaften oft tief in Schatten und lässt sie geradezu sinnlos handeln. Gefräßigkeit darf, wie aus dem Vorstehenden zur Genüge hervorgegangen, als eine der hauptsächlichsten Eigenschaften aller Fische bezeichnet werden. Unter dem Gefräßigen her aber sind sie unbedingt die gefräßig stehen. Das einstige Glück des Propheten Jonas wird Menschenkindern unserer Tage äußerst selten und niemals in gleichem Umfang zuteil. Ein ähnlicher Fall soll verbürgt, ein Matrosen nämlich, welcher von einem Haifisch verschlungen worden war, wieder ausgespien worden sein, als der Führer des Schiffes den Räuber mit einer glücklich treffenden Kanonenkugel zum Tode verwundet hatte. Ich gebe diese Mitteilung, ohne sie zu vertreten, da sie mir durchaus nicht glaublich erscheint. Dagegen dürfte es begründet sein, dass der Hai zuweilen einen von ihm ergriffenen Menschen wieder loslässt, und ebenso, dass schwimmende Männer mit Erfolg einen Kampf mit ihm bestehen. Ein Mensch, welcher innerhalb des heißen Gürtels, ja selbst im Mittelmeer vom Schiff aus in die See fällt, findet regelmäßig sein Grab im Magen der Haifische, und wenn letztere einmal Menschen verschlungen haben, werden sie unglaublich frech. Während der Seeschlacht bei Abuker sah man die Haifische zwischen den Schiffen beider Flotten umherschwimmen und auf die ihnen vom Bord zufallenden Kämpfer lauern. Sie ließen sich also nicht einmal durch den furchtbaren Kanonendonner zurückschreckgehen. Über die Fortpflanzung weiß man noch immer nichts Bestimmtes. Die 30 bis 50 Eier entwickeln sich im Leibe der Mutter. Die Jungen werden als reife, ernährungsfähige Wesen geboren, sollen jedoch noch eine geraume Zeit von der Mutter geführt und geschützt werden, nötigenfalls auch im Maul oder Magen derselben eine Zuflucht finden.